Ja, der Krieg in der Ukraine, ganz ohne Zweifel, der beschäftigt uns. Es trifft uns, was wir hören, was wir sehen. Es macht etwas mit uns, macht etwas mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. Wir stellen uns einen Haufen Fragen. Wir wollen besser verstehen. Wir spüren Angst, wir spüren Sorgen. Und ich will heute Morgen wirklich das als Anlass nehmen, weil es Menschen so beschäftigt, dass wir uns wirklich die Frage stellen, hey, was sagt die Bibel dazu? Und ich hoffe, dass ich heute Morgen euch ein paar Antworten geben kann, auch wenn man das Wort Ukraine nicht in der Bibel findet. Hat die Bibel doch einiges zu sagen zu so Zeiten, wo wir heute drin leben. Und ich will gerne mit euch lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13, Abvers 7. Da sagt Jesus: Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aber habt keine Angst. Dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Und in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das alles wird nur der Anfang der zukünftigen Schrecken sein. Seid jedoch wachsam, wenn dies alles geschieht. Man wird euch vor Gericht zerren und in den Synagogen auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr euch vor Machthabern und Königen verantworten müssen. Aber das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Die gute Botschaft muss zuerst allen Völkern verkündet werden. Es ist sicher so, dass man den Bibeltext auf verschiedene Situationen anwenden kann. Und ich glaube, es hat aber so viel drin, wo jetzt gerade auf unsere Zeit auch zutrifft, dass wir, glaube ich, von dem Wort, wo Jesus geht, sehr, sehr viel für unser Leben heute rausnehmen können. Und bevor wir zum Bibeltext kommen, möchte ich wirklich einen Versuch machen heute Morgen. Und zwar ein bisschen hinter Kulissen zu schauen. Und zwar, glaube ich, die grosse Frage, die Menschen beschäftigt, ist die: Warum startet ein Putin so einen Krieg? Das ist die Frage, die Menschen beschäftigt. Das ist die Frage, die man nicht einordnen kann. Es ist die Frage, wo man ohne Zweifel auch heute Morgen nicht alle Antworten finden können. Aber ich meine, dass es drei Bereiche gibt, die uns vielleicht werden helfen, zu verstehen. Und zwar, das eine ist, sind ohne Zweifel territoriale Ansprüche an dem Land. Und es hat etwas zu tun mit der Geschichte von dem Land, von der Ukraine. Wir sehen manchmal nur gerade heute oder die letzten paar Jahre, aber schon im 11. Jahrhundert nach Christus ist Kiew ganz ein zentraler Ort gewesen. Es ist nämlich der zentrale Ort gewesen für die damalige Kirche. Zu dieser Zeit war Kiew im 11. Jahrhundert nach Christus schon eine grosse Stadt gewesen, und Moskau war ein kleines Bauerndörfchen. Hat also dort schon grosse Bedeutung gehabt. Im 13. Jahrhundert nach Christus sind dann die Mongolen gekommen und haben die Ukraine übernommen. Und daraufhin ist aber in der mongolischen Herrschaft, das ist nicht mehr zentralistisch, hätte die können geführt werden, und das Reich von der Ukraine ist in viele kleine Teilreiche, Teilfürstentümer aufgesplittet worden. Dann ist eine Zeit gekommen, wo die Ukraine unter die litauische und unter eine polnische Führung gekommen ist, und 1569 ist die Ukraine Teil geworden von Polen. Es hat dann nochmal eine Zeit gegeben, wo die Ukraine komplett autonom war, eigenständig als Land. Und im 17. Jahrhundert ist dann nochmal ein grosser Change gekommen. Dort hat sich der Ostteil der Ukraine, hat sich der damaligen Zarenherrschaft unterstellt. Und ist 1922, ich überspringe vieles jetzt auch, weil ich mir gar nicht Zeit haben für alles heute, aber ist dann Teil 1922 von der russischen Zarenherrschaft wurde, oder Teil von der Sowjetunion, die dann gegründet worden ist. 1991 hat die Ukraine wieder eine staatliche Unabhängigkeit bekommen. Und das zeigt uns ein bisschen die Geschichte von dem Land, wo auf der einen Seite immer wieder eigenständig war und auf der anderen Seite, wo eben für einen gewissen Teil von ihrer Geschichte zum russischen oder sowjetischen Reich gehört hat. Und der Putin trägt eine tiefe Überzeugung, dass die Ukraine nach wie vor zu Russland eben gehört. Und dass er hat eine Überzeugung, dass viele Menschen in der Ukraine Teil möchten sein von dem ursprünglichen Zarenreich. Aber was man jetzt auch gesehen hat in diesen Tagen, dass für viele Menschen in der Ukraine die Situation ganz anders aussieht, dass die Ukrainer sich eben nicht als Russen sehen, sondern als Ukrainer.
Und so sind wir eigentlich zweimal überrascht worden. Wir sind überrascht worden, dass ein Präsident Putin angreift. Und wir sind überrascht worden, was das Land, das militärisch so unterlegen war, was das für einen Widerstand eben auch gegeben hat. Das Zweite, was uns vielleicht hilft, ein bisschen zu verstehen, das sind die Emotionen und die emotionalen Verletzungen, die Präsident Putin einfach auch mitgenommen hat. Und zwar aus dem jahrelangen Konflikt, Zusagen vom Westen, wo sie nicht eingehalten worden sind. Und er sieht sich als ein Opfer vom westlichen Territorialverständnis, wo sagt, hey, wir wollen den Westen, die Ukraine mehr zu uns nehmen. Und dadurch sollte das Ziel dahinter sein, ganz bewusst Russland eben zu destabilisieren. Und das Dritte, das ist etwas, was uns vielleicht oft gar nicht so bewusst ist und man wenig davon gehört, das sind die religiösen Überzeugungen von Putin. Der Putin ist selber Teil von der russisch-orthodoxen Kirche. Und er hat immer wieder den Westen kritisiert, und zwar für den moralischen Zerfall. Er hat in einer von seinen Reden gesagt, eine genderneutrale Sprache wie Elternteil 1 und Elternteil 2 anstatt Mami und Papi oder menschliche Milch statt Muttermilch, das erinnere ihn an die Bolschewiken-Diktatur in den 1920er Jahren. In einer Rede 2013 hat er einen Satz gesagt, der vermutlich ganz starken Einfluss hat auf das, was wir heute sehen. Er hat gesagt, ohne moralische Werte, die im Christentum und in anderen Religionen begründet liegen, werden die Menschen zu Unmenschen werden. Und jetzt kommt's. Und wir halten es für richtig und natürlich, diese Werte zu verteidigen und zu wahren. Jetzt, ohne Zweifel, aus biblischer Sicht ist ein Krieg immer verwerflich. Aus biblischer Sicht, aus der Sicht von Jesus, was er gelehrt hat über den Umgang mit den Menschen, ist Krieg nie eine Lösung. Krieg hinterlässt immer so viel an Leid, an Opfer, so viel an Grauenhaftem. Aber ich glaube, wir können aus dieser Geschichte heraus etwas lernen, und zwar auch aus biblischer Sicht. Und zwar das Erste, das ist die Selbstbestimmung von uns Menschen. Völker und Nationen haben ganz, ganz tiefe Empfindungen über ihre Identität. Zu wem sie gehören, zu welchem Land das sie gehören. Es ist ohne Zweifel auch von Gott her vorgesehen, dass jedes Land selber für seine Regierung sorgt und selber sein eigenes Land auch bestimmt. Jesus hat in den 10 Geboten, im 10. Gebot gesagt, dass wir nicht sollen begehren, am Nächsten sein Hab und sein Gut, sondern sollen das respektieren. Und ich glaube, wir werden daran erinnert in diesen Tagen, dass eben Grenzen nicht nur schlecht sind. Dass es so etwas gibt wie auch eine Identität, wo Menschen hören, ich gehöre da dazu. Wir werden daran erinnert in diesen Tagen, dass es auch so etwas gibt wie eine Privatsphäre, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Wo wir sagen, hey, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben, das gehört zu unserer Familie. Wo es richtig ist, dass wir Grenzen auch beim Nächsten wirklich respektieren. Und wo es auch richtig ist, wenn Menschen ihre die Grenzen auch einfordern und sagen, los, das ist mir zu nahe, das ist nicht okay für mich. Aber ich glaube, es erinnert uns noch etwas daran im Licht von der Bibel, nämlich, wenn wir die Möglichkeit für die Selbstbestimmung schon haben, erinnert es uns daran, dass wir in unserem Leben eine ganz zentrale und grosse Entscheidung treffen, nämlich, ob wir mit oder ohne Gott leben. Gott respektiert auch das. Gott zwingt sich uns Menschen nicht auf. Aber was wir machen in unserem Leben mit Gott, wie wir umgehen mit Jesus Christus, das ist eine persönliche Entscheidung. Und die Bibel sagt sehr deutlich auf der anderen Seite, dass wir Konsequenzen von dem, ob wir Gott ablehnen oder annehmen, im Positiven wie im Negativen, eben dann auch in unserem Leben werden erfahren. Das Zweite ist, was wir glaube ich daraus lernen können, ist, dass wir Menschen wirklich auf Augenhöhe eben auch begegnen und mit einem Respekt. Egal, ob wir den Eindruck haben, da ist jemand nett oder nicht nett, ist jemand fies oder nicht fies. Oder egal, ob wir den Eindruck haben, da ist uns jemand überlegen oder nicht, oder unterlegen. Es ist interessant, Jesus, er ist so mit den Menschen umgegangen. Er hat einen grossen Respekt gehabt vor jedem Einzelnen. Er hat einen grossen Respekt gehabt, eine Achtung vor dem Armen, vor dem Einfachen.
Aber Jesus ist auch nicht eingeknickt gegenüber irgendwelchen Machthaber, sondern er ist einfach im Vertrauen mit Liebe jedem Einzelnen begegnet. Und ich glaube, das ist für unsere Beziehungen so enorm wichtig. Jesus hat uns wirklich gelehrt, dass wir mit der Achtung, mit Respekt jedem Mensch wirklich auch begegnen. Und dass wir gerufen auch sind, dort, wo wir Menschen verletzt haben, dass wir gerufen sind, wirklich Sachen auch wieder in die Ordnung zu bringen, Sachen anzusprechen, dass wir den Weg von der Vergebung mit Menschen wirklich auch gehen. Und ich glaube, das Dritte, was uns Geschichte zeigt, ist Folgendes. Wir haben in Europa so gedacht, wir werden immer zu besseren Menschen. Wir werden Menschen, wir werden nie mehr in Krieg haben. Wir werden nie mehr irgendwo so in bösen, negativen Auseinandersetzungen sein zueinander. Und ich glaube, einmal mehr, die Bibel hat eben doch recht, dass die Sünde in uns allen drin steckt. Man kann einem Menschen den Frieden nicht angewöhnen. Der Frieden muss im Herzen des Menschen persönlich erfahren werden. Und weißt du, so schwierig, so in unseren Augen auch verwerflich, dass es ist, was ein Mensch jetzt anzetteln, was ein Mensch kann ausrichten, so gross das Elend auch ist. Ich glaube, wir im Westen, uns tut es gut, auch ein grosses Mass an Selbstkritik zu üben. Wir haben in unserer westlichen Welt innerhalb von wenigen Jahrzehnten so viel an biblischen Werten und an biblischen Grundsätzen über Bord geworfen, wie nie zuvor in der Geschichte. Wir haben uns in unseren westlichen Ländern so getrennt von dem, was Gott in seinem Wort sagt, dass es uns manchmal, ich weiss gar nicht, wie fest dass es uns bewusst ist, wie weit wir uns als Gesellschaft entfernt haben von dem, was die Bibel richtig und was die Bibel falsch nennt. Das Wort Sünde gibt es in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Und ich sage immer, dort, wo die Menschen anfangen, Gott und sein Wort nicht mehr ernst nehmen, dort kommt garantiert immer das Gleiche raus. Eine Fehlentwicklung, eine Loslösung von Gott. Und am Schluss für das, was wir mal stolz gewesen sind, das verlieren wir auch. Und viele von diesen Werten, auf die wir uns berufen in unserer Gesellschaft, woher kommen denn die? Die kommen von der Bibel. Die kommen von dem Wort Gottes. Und es scheint mir, als wäre der Krieg, auch wenn das in den Medien vermutlich nie so wird kommen, auch ein Ruf, wo Gott irgendwo zu Europa sagt, Europa, gang zurück zu deinen Wurzeln. Gang zurück dort an, dass jeder Mensch wirklich sich fragt, wie stehe ich zu Gott? Nehme ich Gott ernst oder nehme ich Gott nicht ernst? Du kannst nicht beides machen. Gott ist nicht ein Kumpel, Gott ist nicht ein Kollege, sondern Gott ist Gott. Und die Bibel ist immer noch Gottes Wort, wo ich eine tiefe Überzeugung habe, wo Menschen seit Jahrtausenden auch davon leben und uns erlebt haben, es ist wahr und es stimmt. Und ich glaube, es ist auf der anderen Seite eben auch eine riesige Chance, dass vielleicht Menschen in dieser Zeit neu anfangen zu fragen, hey, um was geht es denn wirklich im Leben? Dass wir zurückkehren zu einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Gott. Dass wir Jesus neu schätzen lernen als der, der die Vergebung der Sünden gebracht hat, der uns Frieden mit Gott ermöglicht, der uns Frieden im Herzen ermöglicht, der uns ein neues Leben durch seinen Geist wirklich ermöglicht. Jesus hat gesagt in der Bibel, das alles wird sicher geschehen. Es muss so geschehen. Völker und Königreich werden einander den Krieg erklären. Und ohne Zweifel hat Jesus nicht gemeint, dass er Kriege schickt. Aber Jesus, er hat den Menschen eben auch gekannt. Er hat gewusst, dass es einem Menschen nicht gelingt, in Frieden miteinander wirklich zu leben. Und wisst ihr, auf der anderen Seite, ich bin so tröstet, dass ich weiss, nichts von dem, was jetzt passiert, geht am Thron von Gott vorbei. Sondern was jetzt geschieht, wird Gott am Schluss in seiner Souveränität brauchen, um seine Pläne in Erfüllung gehen zu lassen. Ich weiss, es gibt Christen, die fragen sich, ja Matthias, ist der Krieg in der Bibel? Ist das jetzt der Krieg von Gog und Magog, der gegen den Süden kämpft? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ganz offen gesagt. Ich werde euch aber wirklich sagen, wo ich die Überzeugung habe für die Auslegung der Bibel.
Wir haben etwa 1900 Jahre jetzt immer wieder Christen gegeben, die haben die Zeitung, also die Zeitung hat es vor 1900 Jahren noch nicht so gegeben, deren Art und Weise, aber die Welt geschehen ist, und in der einen und die Bibel in der anderen Hand gehabt. Und haben versucht genau zu sagen, ja, was jetzt passiert, wo steht das genauso in der Bibel? Und viele Leute haben einen Haufen Zeug behauptet, wo gar nichts gestimmt hat. Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein. Wir haben 1900 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Dass wir in dieser Zuordnung vorsichtig sind. Auf der anderen Seite, ich glaube ganz fest, dass viele von den Zeichen, die geschehen, eben auch wie Jesus uns im Wort gesagt hat, Zeichen sind, die uns zeigen, dass Gottes Wort in Erfüllung geht. Etwas, was sicher geschieht in diesen Tagen. Wo ich glaube, wo man ganz eine feste Zuordnung machen kann, ist das. Und zwar Dutzende von Juden sind jetzt in diesen Tagen zurückgegangen auf Israel. Die Aliyah oder das Aufgehen auf Jerusalem, das wird uns im Buch Hesekiel schon vor 2500 Jahren beschrieben, wo Gott nämlich gesagt hat, dass er das ganze Volk wieder wird sammeln und dass Gott sein Volk, die Juden, aus allen Völkern von dieser Welt wird zurückholen. Und das ist eigentlich etwas Gewaltiges, dass wir in den heutigen Tagen, wo wir sind, eine Erfüllung sehen von dem, was die Bibel vor 2500 Jahren beschrieben hat. Also das ist ein Grund, der mich immer wieder so zuversichtlich macht, im Sinn von, hey, und die Bibel hat doch recht. Und wie sollen wir jetzt reagieren? Jesus sagt in unserem Text, gibt es eigentlich 3 Anweisungen, oder 2 Anweisungen und 1 Hinweis. Und er sagt erstens einmal, habt keine Angst. Habt keine Angst. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal wirklich Angst hatten. Aber wenn du Angst hast und einer sagt, hab keine Angst, das ist einfacher gesagt als gemacht. Und Eva Smolensko, die in einem von Kinderheim ist tätig war, ist mittlerweile auch geflüchtet und ist Safe Harbor, ist gut angekommen. Sie hat gesagt, dann, ich verbiete es mir, Angst zu haben. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann es das überhaupt gelingen, keine Angst zu haben? Gut, wir sind im Moment noch nicht ganz so bedroht, aber wie macht man das? Und ich bin zurückerinnert, wo da die erste Gemeinde, was sie gemacht hat, wo sie bedroht worden sind. Und wisst ihr, wie die erste Gemeinde reagiert hat, wo sie bedroht worden sind? Mit Gebet. Nicht mit Spekulationen, mit Gebet. Sie haben gebetet und sie haben gebetet in Apostelgeschichte 4,24, haben sie gebetet, oh Herr, du siehst, wie schwierig das ist, wie schlecht es uns geht, wie bedroht wir sind, wie Angst wir haben, wie viele Befürchtungen. Nein, ihr erster Satz im Gebet war, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Weißt du was? Hey, sie haben Folgendes gesagt, hey, wir erinnern uns daran, wie gross Gott ist. Und weißt du, ich glaube, das ist der Aufruf von Gott auch in dieser Zeit, wo Gott dir zuruft, hey, weißt du was, in dieser Zeit, nicht jammern, egal was kommt, hey, jeden Tag neu bekenn, wie gross dein Gott ist, wie gross der allmächtige Gott wirklich ist. Er ist immer noch Schöpfer, er ist immer noch König, er ist immer der über allem ist und herrscht. Wie cool ist das? Und ich werde euch sagen, hey, singet auch neu daheim, nicht nur im Gottesdienst. Denken wir daran, die 150 Psalmen, die es gibt, die sind alle vertont, die hat man alle gesungen. Leider haben wir die Melodie nicht. Aber sie sind alle gesungen worden. Und singen, das Lob von Gott, hat so eine enorme Power. Du machst seit ein paar Wochen das wieder ganz persönlich. Ich singe die Hei in meiner Zeit mit Gott und ich merke, es hat einen ganz coolen Impact auf mein Leben. Und das Zweite, was sie betet haben, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Hey, die erste Kirche hat gesagt, weißt du was, wir wissen, nicht der Plan von Menschen wird gelingen, sondern der Plan von Gott wird gelingen. Gott, was Gott am Schluss will, das wird geschehen. Und da können die Machthaber von dieser Welt können aufbegehren, können drohen, auch mit atomarer Bedrohung. Weißt du was, für Gott ist keine Bedrohung. Es sind am Schluss vergebliche Pläne. Und dann Vers 28 sagen sie, alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Hey, ich denke so dran, nicht, dass Gott den Krieg jetzt gemacht oder initiiert hat, aber weißt du, Gott lässt zu, dass durch das Teil von seinen Plänen verwirklicht werden. Welche weiss ich noch nicht im Detail. Etwas habe ich euch erzählt, was Israel angeht. Aber vieles sehen wir im Moment noch nicht.
Verstehen wir richtig? Das Leid vom Einzelnen ist nie der Plan von Gott. Nie. Aber Gott wird das große Ganze, wird er eines Tages noch brauchen. Und das ist, hat etwas mit der Souveränität von Gott zu tun, trotz dem Eigenwillen vom Mensch. Ich denke daran, das große Finale von dieser Geschichte steht in Offenbarung 11. Dann heißt es, da blies der siebte Engel in seine Posaune und laute Stimmen riefen im Himmel, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Weißt du, eines Tages wird die ganze Welt Jesus erkennen. Eines Tages wird jeder Mensch begreifen, wer Jesus ist gewesen und dass er der Sohn Gottes ist gewesen und dass er der Weg ist, der einzige Weg, wirklich zum ewigen Leben, zum Frieden und auch zum Frieden mit Gott ist gewesen. Jeder Mensch wird das erkennen. Und eines Tages werden nicht mehr die grossen Herrscher von dieser Welt, wie sie, egal wie sie heissen, werden auf dem Thron sitzen, sondern Jesus als der Friedenfürst wird auf dem Thron sitzen und dann wird das Friedensreich anbrechen, sagt die Bibel, wo kein Ende mehr hat. Kein Krieg mehr wird sein. Das ist unsere Zukunft. Yes. Hab keine Angst. Hab keine Angst, sagt Jesus. Zweitens ist, er sagt, hey, bist wachsam. Bist wachsam. Und zwar, hey, ich glaube, der Bereich, wo wir am meisten wachsam in unserem Leben sein müssen, das ist unser eigenes Herz. In Sprüch 4,23 heißt vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hey, wach über das, was da in deinem Herz, was in deinen Gedanken, was in deinen Emotionen wirklich vor sich geht. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, der wichtigste Bereich von dem, wo wir wachsam sein darüber, das ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Das grösste Ereignis, das uns bevorsteht, ist weder der Ausgang von dem Krieg, noch sonst irgendein Krieg auf dieser Welt. Das grösste Ereignis, das uns bevorsteht, ist, dass Jesus wird sichtbar wiederkommen für alle Menschen. Das grosse Weltereignis, das bevorsteht. Wenn das wird sein, nobody knows, außer dem Vater im Himmel. Aber das ist das grosse Ereignis. Und Jesus hat in dem Zusammenhang gesagt, hey, achtet darauf, dass eure Herzen nicht irgendwo beschwert werden mit Essen, Trinken, Sorgen vom täglichen Leben. Oder in anderen Worten, hey, bist wachsam in Bezug auf dein Herz, dass da innen deine Beziehung zu Jesus, dein Leben mit Jesus, deine Nachfolge von Jesus, dass das muss Nummer eins bleiben, egal was sonst abläuft in deinem Leben. Und keiner kann über, auch ich als Pastor nicht, auch dein Kleingruppenleiter nicht, niemand kann über dem letzten Moment wirklich wach als nur du selber. Es ist dein persönliches Herz. Und was da innen abgeht, das ist so wichtig. Ich glaube auch in Bezug auf unsere Gefühle, in Bezug auf wie viele Medien das wir im Moment konsumieren. Hey, es hat alles einen Impact auf uns. Ich weiss nicht, ob es so gesund ist, wenn man 3-4 Mal am Tag schaut, ja, was passiert jetzt? Ich würde nur sagen, ey, acht auf dein Herz, was da innen abgeht. Wenn du merkst, es beschwert dich, es belastet dich, ey, ich würde dir einfach auch sagen, du musst auch nicht jeden Tag Nachrichten hören. Du musst nicht. Weißt du wieso? Weil nicht Nachrichten bestimmen im letzten Moment, was auf dieser Welt passiert. Wir wissen, das ist geborgen in Gottes Hand. Hey, acht darauf, wie viel du aufnimmst da innen. Und auf der anderen Seite, ich würde dir auch sagen, du musst auch nicht Kopf runter in den Sand und irgendwo der Realität entfliehen. Hey, wir müssen keine Angst haben, egal was passiert. Sagt Jesus uns so klar. Ein weiterer Bereich, wo wir achtsam sein sollten, das ist ja unser Gespräch. Ich weiss, es beschäftigt einen mega. Aber ich weiss auch bei Corona am Anfang, alle Leute haben nur über Corona reden. Ja, was hat es also für einen grossen Unterschied gemacht nach 2 Jahren? Nicht wirklich. Und schau, mit jedem neuen Thema ist auch das wieder eine grosse Gefahr. Ich meine nicht, dass man nicht darüber redet, aber weißt du, ein Mass auch bestimmen. Unsere Message ist nicht Ukraine-Krise. Unsere Message ist auch nicht, wie wir gegenüber Putin empfinden oder gegenüber der NATO oder was auch immer. Unsere Message heisst Jesus. Über das, was wir reden wollen, ist, was wir mit Jesus erleben, dass wir mit Jesus reden und mit Jesus leben. Das ist unsere Message. Und
Das ist immer noch das Wichtigste für mich, Beziehung zu ihm. Weißt du, also ich glaube, über was wir sollten reden und können reden, ist über das, was Jesus mitten in dieser Krise tut. Ich weiss vom Bericht, ich habe eine russisch-orthodoxe Priesterin, ist das gewesen, das Video von ihr bekommen, gesagt, hey, ich mache im Moment nichts anderes, Soldaten kommen zu mir in die Kirche und ich kann ihnen von Jesus Christus berichten. Ich denke, wie cool ist denn das? Ich denke an andere, ich denke an einen Pastor, der gesagt hat, hey, bei uns läuten Soldaten an der Tür nach dem Motto, können sie beten mit uns? Ich denke, wow, hey, wie toll ist das? Ich denke, hey, wir können beten als Kirche schon vor 10 Tagen für die ganze Krise. Hey, wir haben betet für Kinderheim. Hey, und das eine Kinderheim haben sie in Globo evakuiert und die sind mit Zug und Bus und was auch immer. Ich bin so Gott so dankbar, die haben es geschafft, sind über die Grenze, sind in Sicherheit. Liebe Freunde, es gibt so viele Stories auch in dieser Krise, wo man einfach sieht, Gott tut etwas. Gott bewahrt, Gott leitet. Er bewahrt sich nicht vor allem Leid, aber Gott beantwortet Gebet. Ich finde das so gewaltig. Ich glaube, über das sollten wir reden. Hey, wenn du Kinder hast, wie kannst du mit deinen Kindern darüber reden? Ich glaube, das erste ist einmal selber, hey, red nicht mit deinen Kindern, wenn du noch von der Angst gepackt bist. Weißt du, also du gibst es einfach weiter, was du emotional spürst. Und Reife bedeutet, ich gebe nicht einfach gerade das emotional weiter. Jüngere, die nicht gleich damit umgehen können wie Erwachsene. Bist du zuerst mal relaxed mit Gott. Und dann beantworte Fragen. Weißt du, ich habe festgestellt, als Vater ist ein Unterschied, ob ein 3-jähriges Kind etwas fragt oder ob ein 10-jähriges Kind etwas fragt. Beantworten nur so viel, wie sie wirklich wissen wollen. Weißt du, wir müssen unsere Kinder nicht beeindrucken im Sinne von, wie viel wir wissen. Sie wollen nur eine Antwort auf ihre Frage. Sie wollen eine Orientierung finden drin. Aber weißt du, beantworte ihnen nicht nur die Frage, sondern bett mit ihnen. Ich meine, was für eine Gelegenheit. Wenn ich sagen kann, weißt du, jetzt haben wir darüber geredet, jetzt wollen wir noch beten. Jetzt können wir doch gerade noch für Kinder beten, die so alt sind wie du. Dass Gott sie bewahrt, dass Gott Wege hat für sie. Oder du kannst sie wirklich etwas lehren über die Glaubwürdigkeit von der Bibel und kannst sagen, hey, weißt du, was übrigens passiert? Hey, jetzt gehen die Juden zurück in ihr Land, wo nicht gegangen wären. Aber Gott braucht das jetzt. Und weißt du, das steht im Fall in der Bibel. Vor 2500 Jahren hat das der Hesekiel aufgeschrieben. Wie cool ist das? Gott erfüllt seine Bibel, sein Wort heute. Und du, wir sehen etwas von dem heute, wie das wirklich geschieht. Ich finde, das sind gewaltige Möglichkeiten. Und dann, Jesus hat am Schluss gesagt, wenn das alles geschieht, das wird euch die Gelegenheit geben, von mir zu erzählen. Weißt du, das ist doch letzten Endes das, um was es geht. Dass alle Menschen auf dieser Welt von der Liebe und vom Plan von Jesus hören. Das ist doch letzten Endes auch die Mission von uns als Kirche. Das ist die Mission von jedem, der an Jesus glaubt. Und weißt du, Liebe, ohne Zweifel, kommen ganz, ganz praktischerweise. Und ich will denen vielen danken, die schon eingezahlt haben, die sich finanziell beteiligt haben. Es ist so cool, wenn man einfach wirklich jetzt gerade in dieser Zeit auch mit Geld helfen. Danke euch viel, viel mal. Und ihr dürft weiter auch wirklich geben dafür. Und auf der anderen Seite, hey, wenn Menschen auch da sind, die sagen, ich könnte vielleicht so eine Mutter mit 2 oder 3 Kindern aufnehmen, wenn ihr die Möglichkeit habt, hey, bitte sagt es uns doch. Ich weiss, dass der Igor, sein Sohn von Kiew, letzte Woche am Freitag angekommen ist, sind etwa 22 Leute mit seiner Familie etc. Hey, und wenn ihr die Möglichkeit habt, für vielleicht ein paar Tage oder Wochen Menschen Kost und Logis einfach auch zu geben, hey, bitte schreibt an info@buchegg.church, dass wir auch Möglichkeiten haben, wirklich Menschen in dieser Not ganz praktisch zu helfen. Ihr findet im Fall auch auf der Website von SRF findet ihr viele auch Hilfen, praktische Fragen, was dazu gehört. Aber Jesus sagt da drinnen, es wird euch Gelegenheit geben, auch zu erzählen von Jesus. Und was ist der Kern von der Botschaft von Jesus? Ich finde es immer noch etwas vom Coolsten, was Campus einmal gemacht hat, das heisst The Four. Und wo die Botschaft eigentlich in 4 ganz einfachen Schritten nochmal drinnen ist. Eine einfache Botschaft, die es jeder von uns erklären kann. Erstens, das Herz, dass Jesus
dass Gott uns Menschen wirklich liebt. Das Zweite ist, dass es ein Problem gibt. Und zwar, dass unsere Sünde uns trennt von Gott. Dass unser eigener Weg, unser Desinteresse an Gott, dass eine Trennung wirklich gebracht hat zwischen uns und Gott. Und dann Schritt 3, das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus sein Leben gelassen hat, dass wir Vergebung haben können, dass wir Frieden haben können, eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott. Und der vierte Punkt, das ist die Einladung an jeden Mensch. Jeder kann selber entscheiden, jeder darf selber entscheiden, will ich das Friedensangebot wirklich annehmen. Hey, und das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist die Botschaft, die so einfach ist, dass das Kind kann verstehen kann. Ich finde das genial. Und auf der anderen Seite eine, die wir dürfen raustragen. Und weißt du, was das Schöne ist? Jesus hat gesagt, wenn ihr parat sind, wenn Gott euch Gelegenheiten gibt, ihr seid nicht allein in diesem Moment. Sondern der Heilige Geist wird dort sein, der Geist Gottes wird dort sein und er wird euch Weisheit geben, er wird euch das Wort geben, wirklich von ihm zu erzählen. Er wird uns, sagt sogar so schön übersetzt, Gottes Wort in unseren Mund legen. Wisst ihr, ich finde das so gewaltig, dass Gott durch seinen Geist an unserer Seite ist. Und ich habe letzten Montag wieder gedacht, im Fitnessbüro war, hey, kommt wieder jemand, sagt, ja, Matthias, wegen der Ukraine und der Putin, bla, 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 bla. Und ich habe gedacht, weißt du was, hey, ich habe noch eine andere Seite zu dieser Geschichte, dürfte dir erzählen. Und ich habe einfach gefunden, es ist so toll, die Gelegenheiten, die Gott eben gibt, gerade auch in so einer Krise, zu erzählen, es gibt eine lebendige Hoffnung und es gibt einen Frieden, der bleibt. Es gibt einen Frieden, der wirklich bleibt. Hey, wir sind heute da und ich würde gerne mit euch heute Morgen ins Gebet gehen. Und ich habe so ein bisschen zwei, drei Sachen auf dem Herzen. Einer ist, ich will, dass jeder von uns ganz persönlich auch in dieser Zeit im Gebet Gott begegnen kann. Und ich will, dass wir nachher noch beten können, als ganze Kirche, alle miteinander, wirklich für die Situation, für die grosse Krise, für das Leid, das Elend, das da ist. Wir sind ja eine Kirche, die nicht nur irgendwo privat betet, sondern auch miteinander. Amen. Und die erste Frage ist die, hey, angenommen, es würde jetzt wirklich ein Krieg geben, ein Krieg ausbrechen in dieser Zeit, wo dich das Leben würde kosten. Meine Frage an dich ist ganz einfach die, wärst du ready, um Gott zu begegnen? Meine Frage an dich ist einfach die, hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden geschlossen mit Gott, durch Jesus? Weißt du, dass die allermeisten Schweizer sagen, ja, ich hoffe, es geht denen mal gut. So schlecht wie der bin ich sowieso nicht. Aber weißt du was? Wenn es um so etwas Wichtiges geht, ist nicht zu hoffen, was wichtig ist, sondern du musst es wissen. Du musst es wissen. Und ich frage dich heute Morgen, weißt du, dass du Frieden hast mit Gott? Hey, lass uns noch beten. Weißt du, das Schöne ist, wir können reagieren. Das Schöne ist, dass Gott uns den Frieden anbietet. Aber es braucht in unserem Leben etwas. Die Bibel sagt, wenn du deinem Herz glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Weg ist, dann wirst du gerettet werden. Und ich will, dass wir jetzt einfach ins Gebet gehen. Und Jesus, ich will heute Morgen einfach auch beten, dass Menschen, die da sind, Menschen, die zuhören, die den Frieden mit dir noch nicht haben, dass sie heute Morgen den Frieden können ergreifen können und sagen, jawohl, ich will das. Jawohl, ich will das für mich wirklich in Anspruch nehmen. Und das Angebot von der Liebe Gottes wirklich annehmen und ein anderes Leben, ein neues Leben leben mit seiner Kraft. Und ich möchte fragen, hey, sind Menschen da heute Morgen, die sagen, ich wünsche mir den Frieden mit Gott und ich möchte die Gelegenheit wirklich ergreifen, an dem Morgen das Angebot von Gott anzunehmen. Dann würde ich gerne für dich beten und ich möchte dich einfach einladen, heb doch deine Hand an deinen Platz, dass ich weiss, für wer ich darf beten. Und damit sagst du, ja, ich möchte den Schritt heute Morgen tun. Ich möchte Jesus, wirklich, möchte Frieden mit Gott, möchte Jesus in mein Leben einladen und ein neues Leben mit ihm führen.
Ist jemand da? Heb doch deine Hand auf einen Moment, dass ich sie sehe und dass ich darf wissen, für wer ich darf beten. Auch die, die heime, möchte auch dich die heime einladen. Hey, in einem Moment werden wir beten miteinander. Und dann kannst du Jesus ganz bewusst an dein Leben anvertrauen. Du wirst Frieden haben mit Gott. Lass uns doch als ganze Kirche wirklich das Gebet mitbeten. Ich würde es einfach vorbeten. Und da können wir uns eins machen mit denen, die das heute Morgen auch für sich wollen. Und sag doch, Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bitte dich um Vergebung von meinen Sünden. Ich bitte dich, vergib mir, dass ich gemeint habe, ich kann es allein. Und reinige mein Herz. Jesus, ich lade dich ein, komm du in mein Leben. Ich möchte Frieden mit Gott. Und ich danke dir, dass du jetzt mein Gebet da hörst. Schenk mir Kraft von deinem Heiligen Geist, ein verändertes Leben zu führen, das dir Freude macht. Und ich danke dir, dass ich von jetzt an Frieden habe mit Gott. In alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. 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 Hey, ich will dir gratulieren für den Schritt heute Morgen. Und wenn du den gemacht hast, dann füll doch Connect Card aus. Die ist an deinem Platz. Hey, und wir würden dich gerne mal noch kontaktieren. Und einfach schauen, wie könnte der Weg mit Jesus weitergehen. Hey, ich habe zweite Frage. Und ich wende mich ganz bewusst an Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, er kommt für die Menschen, die ready sind, die bereit sind für ihn. Und ich glaube, dass es sich lohnt, in so einem Moment, wie wir jetzt sind im Gottesdienst, uns zu fragen, hey, gibt es irgendetwas in meinem Leben, wo zwischen Gott und mir steht? Gibt es etwas in meinem Herz, wo ich zugelassen habe? Gibt es etwas in meinem Lifestyle, dem ich nachgegangen? Gibt es etwas, wo ich weiss, ich müsste es machen, aber es immer vor mir rausgeschoben? Und ich will dich wirklich bitten, los doch jetzt, nicht auf mich, los auf Gott, los auf sein Reden, los auf seinen Heiligen Geist da rein. Und wenn du merkst, hey, da gibt es etwas, wenn du merkst, da gibt es etwas, an dem haltest du fest, aber eigentlich sagt Gott, hey, es gehört mir, oder eigentlich lass es los, oder gib es mir ab, dann möchte ich dich bitten, mach doch das jetzt. Und Jesus, ich bete jetzt für Menschen, die da sind, die wissen, das sind Sachen, die sie daran festhalten, Sachen, wo du sagst, sie sind nicht okay, sie sind nicht in Ordnung. Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen jetzt den Willen gibst, die Leidenschaft gibst, auch eine tiefe Ehrfurcht vor dir gibst, wo sie sagen, ich lasse das los, ich will das nicht mehr, ich bitte Gott wirklich um eine Befreiung in meinem Leben. Ich möchte, dass mein Leben parat ist. Für wenn Jesus zurückkommt. Ich möchte, dass mein Leben parat ist. Auch im Alltag inne. Dass meine Beziehung zu ihm stimmt. Dass meine Beziehung nicht trübt ist zu ihm. Oder irgendwie etwas nicht in Ordnung ist. Und ich sage dir, Jesus, er kommt jetzt mit seiner Vergebung und seinem Frieden. Und füllt dein Herz mit seinem Frieden. Und er sagt dir, du kannst es mit meiner Hilfe. Du kannst es mit meiner Hilfe. Und ich will dir wirklich Mut machen, dass du in deinem Herz jetzt einfach heute Morgen sagst, ich lasse los oder ich gehe das jetzt an. Gott ist mit mir. Gott begleitet mich. Die Kraft vom Heiligen Geist ist an meiner Seite. Ich kann tun, was Gott will. Ich kann umsetzen, was Gott will in meinem Leben. Amen. Amen. Ist es nicht schön, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt? Yes. Hey, und jetzt wollen wir noch aufstehen miteinander und wollen noch beten für die ganze Situation, für die Krise dort. Und ich fände es so schön, wir könnten vielleicht für diese vier Sachen beten. Für Gottes Eingreifen, die Hilfe für die Flüchtlinge. Ich denke gerade auch an die Frauen, die Kinder. Ich denke an Familien, die auseinandergerissen worden sind. Sie Gott dürfen auf besondere Art erleben. Wir wollen für die Regenten von dieser Welt bitten, dass sie göttliche Weisheit erhalten haben. Wissen Sie, für was ich bete? Ich bete für den Präsident Putin, dass er Jesus begegnen kann.
Und ich bete genauso für unsere westlichen Politiker, dass sie Jesus begegnen können. Er macht den Unterschied. Wir wollen beten, dass viele Jesus erkennen dürfen, die Regenten dieser Welt. Und wir wollen aber sagen und beten, wir lassen uns nicht von der Furcht bestimmen, sondern hey, wir reagieren mit Gebet und wir wollen, wenn wir können, etwas Praktisches auch tun, Not lindern. Ich glaube, so können wir Jesu Liebe wirklich zeigen. Wenn wir vielleicht noch das zweite oder das dritte miteinander beten, warum? Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, wenn zwei oder drei auch eins werden über eine Sache, miteinander beten, dann will es Gott auch geben. Und ich bin überzeugt, wenn wir beten heute Morgen, verändert das etwas am Kurs in unserer Welt. Verändert es etwas an dem, was geschieht in dieser Welt. Amen. Wenn wir es noch machen, hey, das Zweite, das Dritte, soll niemand allein sein. Und wir wollen uns an unseren grossen, mächtigen Gott wenden, den Schöpfer von Himmel und Erde.